So, ein herzliches Hallo und willkommen zurück zum ersten Kapitel Noatun. Irgendwie so. Noatun? Noatun? Egal. Genesis halt. Wir starten das erste Kapitel. Und können uns hier im Ladebildschirm ein wenig mit den Kombos auseinandersetzen. The sacred mountain of Fimbulventer. The joint supposed to be the link between Inferno and Paradiso. They say there is an entrance to Inferno, the gates of hell, somewhere on this mountain. No one knows where though. Hell, no one even knows if it's true or not. The only reason this overgrown rock is worshipped like some god in the first place is that no one's ever been able to get close to the damn thing. It's like it don't want you there. Every climber ends up stranded or worse. And don't even try to fly a plane near that place or bada boom! But at least your soul doesn't have a long walk to whichever afterlife you got lined up, right? I'll wait for you and know it to me at the foot of the mountain. Just hurry up with whatever it is you gotta do and get back there, all right? And the hotel's going on your account. With a mini bar, too. Gotta keep myself busy while I'm waiting. Forget about it. I love those miniature drinks. I can't believe you, Enzo. I didn't know the in-flight service was exclusive to fat Italians. Ren, the plane ain't free, you know. That reminds me, you owe Alex the kid for the charter. Whoa! That's Fimbulventer. Fimbulventer. Oh, but you gotta have a death wish to get Noatun und Fimbulventer. Fimbulventer. Gives me the heebie-jeebies. What the hell? Where did these clouds come from? Enzo, this is where I get off. Say hi to the wife and kids for me. What? You're joking, right? I can't find this piece of shit! Those are terrifying things. John, I'm on my way. Just behave yourself for a bit longer. So, hier sind wir am Fuße von Fimbulventer. Und wir machen hier erstmal alles Mögliche kaputt. Und kriege hier gleich gesagt, wie ich meinen Panther einsetze. Nicht, dass man das nicht wüsste, aber... Wer den ersten Teil noch nicht gespielt hat, weiß es tatsächlich noch nicht. Untersuche einfach mal. Die Welt der Menschen ist bisher verschont geblieben. Jeder geht seinen eigenen Geschäften nach. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass sie mich aufhalten. Ja, wie sollten sie auch? So, und hier habe ich eine Mantragora-Wurzel gefunden. Ohne weitere Zutaten nutzlos. Das habe ich beim ersten Teil, habe ich dann, glaube ich, herausgefunden. Im allerletzten Kapitel, dass ich die guten Heil-Items, die ich habe, wo sind sie denn? Ich
hier. Dass ich die Heil-Items herstellen kann mit den Dingern. Wie genau das hier funktioniert, weiß ich jetzt noch nicht. Das finden wir noch heraus. Auf jeden Fall können wir schweben. Ich weiß gar nicht, ob wir das im ersten Teil auch machen konnten. Mit unseren Schmetterlingsflügeln. Ansonsten sammle ich hier einfach mal die Bücher ein. Da steht ein wenig mehr, ein wenig Hintergrundinformation zu Bayonetta. Beziehungsweise was in der Welt so alles abgeht. Ansonsten schaue ich mich hier einfach mal um und das hat sich auch gelohnt. Es gibt nämlich in dieser Welt solche Gräber, in denen bestimmte Items drin sind. In diesem Fall ist es ein gelber Mondlutscher, der für eine kurze Zeit eine magische Barriere formt und als undurchdringlicher Schild dient. Das ist sehr praktisch. Außerdem sind hier diese Vögel, die ich mit Y einsammeln kann. Unoffensichtlich kriege ich dafür Stempel. Fange alle Umbra-Krähen ein, die sich in jedem Kapitel verstecken. Du erhältst so Stempel, die du im Miiverse einlösen kannst. Ja. Das ist, ja, warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. Ansonsten, kann ich hier ins Wasser oder sterbe ich da gleich? Ne, ich kann ins Wasser. Ich kann sogar unter Wasser rumlaufen. Ist ja eine coole Sache. Das heißt, hier gibt es mit Sicherheit noch einige, einige Geheimnisse zu entdecken. Allerdings kann ich meinen Panther nicht benutzen. Wahrscheinlich, weil meine Haare jetzt nass sind. So, darunter sollte ich allerdings tatsächlich nicht. Ich würde ja jetzt eigentlich ganz gern die Welt hier einfach mal ein bisschen entdecken. Mal gucken, ob hier noch irgendwelche Geheimnisse auf uns lauern. Sieht momentan hier nicht so aus. Aber wer weiß, wo wir hier hinkommen, wenn wir einfach mal dem Unterwasserpfad folgen. Da hinten zum Beispiel... Huch, was war das denn? Ist ja interessant. Wenn ich oft ausweiche, mache ich so einen Sprung. Aber... Sieh mal einer an. Ein weiterer Sarg. Und was haben wir hier drin? Jede Menge Heiligenscheine. So, hier geht es allerdings nicht mehr weiter. Deswegen springe ich jetzt einfach mal wieder hier hoch und gucke mal, dass ich mich ein wenig orientiere. Und dann mal in der Story gucke, dass ich weiterkomme. Ich bin hier ja jetzt nicht wirklich weit gekommen. So, und guckt euch das an. Ist es nicht schön? Das hier sieht doch echt fantastisch aus, oder? Und ich meine damit jetzt nicht unbedingt nur Bayonetta, sondern generell die Umgebung. Das Wasser hier und wie sich alles darin spiegelt. Unseren Schatten, der unsere wahre Form mit dem Schmetterling verrät. Das hier ist, glaube ich, einfach extrem, extrem liebevoll gemacht. Ich finde es ganz witzig, dass sich die Leute hier offensichtlich nicht daran stören, dass hier die Obststände einfach in die Luft fliegen. Und hier habe ich einen gebackenen Gecko. Das ist genauso wie diese Mandroga-Wurzel einfach eine Zutat, die ich wahrscheinlich irgendwann dann mal benutzen kann. So, wo müssen wir hin? Was müssen wir tun? Das ist hier die Frage. Hier haben wir noch einen Sarg, den öffne ich.
So, was haben wir denn hier drin? Ein grüner Kräuterlutscher. Damit füllen wir unsere Lebensenergie wieder ein wenig auf. Das ist immer sehr praktisch. Wobei Sterben an sich gar nicht so schlimm ist in dem Spiel. Und ein Horn des Einhorns, das kenne ich nicht. Durch Kristallisierung gehärtete Brauzutat der Hexen. Ah doch, okay, das kenne ich doch. Das ist auch wieder nur eine Zutat. Ich wüsste gern, ob da hinten noch irgendwas ist, ob ich da hinkomme. Ja, da komme ich tatsächlich hin. Hilft mir allerdings nichts. Deswegen sinke ich jetzt mal hinab. Verliere ein wenig Leben. Oder auch nicht. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich jetzt Leben verloren habe oder nicht. Es hat mir nichts angezeigt. So, ansonsten habe ich hier noch ein Buch. Himmlische Vergeltung. Und laufe ein wenig hier noch einen weiteren Lutscher einzusammeln, nämlich der blutrote Rosenlutscher, der für eine kurze Zeit für mehr Angriffskraft sorgt. Außerdem habe ich gerade gesehen, dass ich per Digitalpad hier die Items aussuchen kann. Das konnte ich im ersten Teil auch noch nicht. Oder zumindest habe ich nicht herausgefunden, wie. Ansonsten werden wir uns hier nochmal kurz unter Wasser begeben und einen weiteren Sarg öffnen. Und finden etwas sehr Wichtiges, nämlich ein zerbrochenes Hexenherz. Das ist ähnlich wie bei The Legend of Zelda mit den Herzteilen. Wenn wir 4 davon sammeln, erhöht sich unsere Lebensenergie. Auch ein sehr wichtiges Item. Da bin ich immer froh, wenn ich davon viele finde. Und da es gespeichert hat, schau mal einer an, was haben wir denn hier? Ein Portal. Wo uns das wohl hinführt. Und was ist mit diesem Eichhörnchen los? Ich meine, es ist schon seltsam genug, dass das Eichhörnchen ja einfach eine Kette trägt. Das ist ja sowieso schon seltsam. Aber dass es uns dann auch noch so beobachtet, dass es uns überhaupt beobachten kann. Seltsam, seltsam, seltsam. Mit dem Eichhörnchen ist auf jeden Fall irgendwas faul. Und ich glaube, ich kann mir von den Trailern her auch schon denken, was so faul an dem Eichhörnchen ist. Stattdessen jede Menge Bücher hier. So, willkommen zu Atlantis. Ne, wahrscheinlich nicht, aber so vom Prinzip her. Kommen wir hier erstmal nicht raus, denn wir müssen kämpfen. Ach, und ich hasse Luftkämpfe. Man kommt so schwer dran an die Gegner. So, und wenn wir dann die Gegner alle bekämpft haben, kommen wir auch wieder aus dem Gebiet raus und können weiter. So, Gold minus. Gold minus ist doch schon mal gar nicht so schlecht. So, wo war denn jetzt dieser Sarg? Ich wollte doch zu dem Sarg. Wo ist er denn? Gib mir den Sarg, da hinten. Und ja, ich habe vergessen, dass ich hier ja momentan meinen Panther nicht einsetzen kann und das hat nicht gereicht. Na super. Ach ja, naja. Ich habe nicht gesehen, dass da noch eine Lücke war. So, ein weiteres zerbrochenes Hexenherz. Mensch, hier geht's ja gleich richtig zur Sache. So, und wir schweben unter Wasser ein wenig herum. Und wo muss ich, wo kann ich denn noch hin? Von da bin ich gekommen, oder? Das heißt, ich gehe jetzt mal da hinten hin.
Ganz praktisch, dass Bayonetta scheinbar nicht atmen muss. So, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich ein Geheimnis verpasst habe oder gleich eins entdecke. Aber auf jeden Fall sind wir wieder zurück in der Stadt und haben hier wohl das Tor zur Hölle. Allerdings wahrscheinlich nicht das Tor zur richtigen Hölle, sondern einfach nur das Tor zur Hölle, wo genau Rodin auf uns wartet. When Ed and Edna found that Daddy wasn't coming back, it made me stay all the way through dinner. Don't pretend you weren't delighted. I hear Enzo's wife makes a lovely casserole. It was damn good. I give you that. Anyway, tell me how my babies are doing. They're behaving quite well. They found plenty of playmates here. Figured they would. Noatune had some deep connections with Fimbulventer and the Gates of Hell back in its day. Wouldn't be surprised to find a few of those playmates that like it rougher than the typical bunch. Anyway, you need any supplies, just make sure you keep bringing me these halos. And remember, I ain't here to get up in your business. My business is making things that do business. So don't come crying to me when you... You think you gotta do everything alone? I'm here to help. Just make sure you don't bust a cap at my ass. Ja, kein Kommentar. Ich werde allerdings einfach mal das Tor zur Hölle betreten und ein wenig einkaufen. Welcome to the gates of hell. We've lit our prices on fire, so there won't be hell to pay. Come on, I gotta say some cheesy shit sometimes. So, das Hot-Symbol heißt, dass die Waren praktisch sind. Zum Beispiel hier der... Wo ist er? Also im ersten Teil war der rotglühende Schuss auch immer als Hot gekennzeichnet. Schlicht und ergreifend, weil er dafür sorgt, dass wir nicht sterben, sondern ein weiteres Mal weiterleben können. Außerdem können wir uns hier eben diese grünen Kräuterlutscher kaufen. Und das mache ich definitiv. Auf die roten und gelben kann ich, denke ich, verzichten. Midas Testament. Wer diese Glocke läutet, wird von König Midas als würdig erachtet, von ihm mit Wohlstand gesegnet zu werden, bis ihr Klang endgültig verhallt. Sorgt wahrscheinlich dafür, dass mehr Heiligenscheine hier rumlaufen, aber hier rum, ihr wisst, was ich meine. Und ansonsten können wir uns hier vor allem auch neue Techniken kaufen. Zum Beispiel der Afterburner. Bei diesem Tritt mit ausgestrecktem Bein hebst du vom Boden ab. Im Sprung trittst du mit dieser Technik nach unten. Wäre das zum Beispiel was? Stiletto. Ramme deinen Gegner mit hoher Geschwindigkeit und füge ihm so großen Schaden zu. Ach, das hatte ich im ersten Teil alles schon mal gekauft. Gut, nicht alles, aber zum Beispiel bei diesem mächtigen Kinnhaken wirbelst du empor, auch im Sprung einsetzbar. So, ich kaufe mir nicht die innere Fledermaus. Sehr schade. Die innere Fledermaus ist sehr praktisch. Falls ich es dann nämlich nicht schaffe auszuweichen, dann kann ich immerhin noch den Schaden minimieren.
Ich werde mir einfach mal den Afterburner kaufen und dann das Tor zur Hölle verlassen. Dann bin ich wieder hier und kann jetzt mal gucken, wo ich wieder hin muss. Auf jeden Fall kann ich ein wenig Panther-Action. Nee, kann ich nicht. Ah, doch, jetzt. Ich dachte schon. Aber gut, dann gibt es halt keine Panther-Action. Beziehungsweise es gab ja ein wenig Panther-Action, so ist es ja nicht. Sondern wir kämpfen hier erstmal gegen ein paar Engel. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich das Design der Engel immer noch... Also, ich stelle mir Engel nicht so vor. Aber gut, für das Spiel passt es natürlich. So, rein Platin. Sehr geil. Rein Platin, wie gesagt, das Beste, was man so kriegen kann. Waffen hier kann ich auch aufnehmen. Mache ich jetzt allerdings nicht. Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass ich hier nicht weiterkomme. Oder vielleicht doch, doch. So, und hier bricht einfach mal die Stadt auseinander. Deswegen laufe ich einfach mal weiter. Und ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ah, das fiel schon wieder. Alles klar. Habe ich nichts verpasst? Nee, ich denke nicht. Gut, dann öffnen wir die Tür und werden uns wahrscheinlich um die nächsten Gegner kümmern. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ich behaupte immer so Sachen. Dabei weiß ich gar nicht, ob es stimmt oder nicht. Auf jeden Fall werden wir hier auch auf dem Laufenden gehalten, wie viele Gegenstände wir gesammelt haben. Die Basilika bildet das Herzstück des Platzes und ist anscheinend eines der ältesten Gebäude der Stadt. Aha. Also das Ding da. Und da hinten haben wir schon wieder ein Tor zur Hölle. Das brauche ich jetzt allerdings nicht. Stattdessen nehme ich mir lieber mal hier den Grabstein. Und was kriege ich diesmal? Ah, ein Midas. Ein Midas-Testament, genau. Das Ding halt. Und dann setzen wir das gleich einfach mal ein, denke ich. Ich laufe hier noch rüber. Da wird dann wahrscheinlich auch der nächste Kampf starten. Und dann setze ich das Ding einfach mal ein. Und gucke, was passiert. So, wenn das nicht unser Eichhörnchen ist, man hat nämlich die Kette schon gesehen. Es ist Yugi aus Yu-Gi-Oh! Also wegen der Pyramide-Halskette da, das, ja, Millennium Puzzle, Yu-Gi-Oh! Keiner gesehen? Nicht? Doch? Okay. Auf jeden Fall weiß er, wie man sich gegen Engel wehrt. Huh? You can see me. You're putting on quite a show, little magician. Oh, you like that, huh?
Wait till you see the climax. Silly girl. You'll have to do better than that to earn a tip, my dear. Who the hell are you? I'm just an innocent little girl lost in Wonderland, suffering at the hands of the Queen's trumped-up troops. Cute one, huh? Enough riddles. How can you see me? Because we're both in Purgatorio, you see. Purgatorio? So, are we heading to Fimbulventer on a shopping trip for Mummy, little one? Maybe. But she told me never to talk to strangers. Stay out of my way, or I'll make sure you never get in it again. Ooh, scary. Off with their heads, eh? Damn it! They must have heard me. Ein Accolade? Accolade? Ja? Nee? Ich hab keinen Plan. So, was hätten wir denn da? Minas Testament. Ja, eigentlich würde ich es gern direkt einsetzen, aber okay, dann. Na super. Ach, und mal wieder nicht ausgewichen. Aber die Items brauchen wohl eine Zeit lang, bis ich sie aktivieren kann. Ist nicht mehr ganz so direkt. Lag aber vielleicht jetzt auch an diesem Item, das kann ich natürlich nicht genau sagen. Auf jeden Fall regnet es hier richtig, richtig Kohle quasi. Ach, die Viecher gehen mir jetzt schon auf den Keks. Die sind so klein und fliegen. Das ist ja unpraktisch. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Waffe auf und guck mal, ob ich damit... Ja, gut, damit funktioniert das doch gleich viel besser. So, und dann mit einem schönen Umpran-Klimax. Mit einem Umpra-Höhepunkt. Keine Ahnung, auf jeden Fall hauen wir hier richtig auf die Kacke. Mein reines Platin gibt es natürlich nicht mehr, weil ich wurde getroffen, aber eventuell schaffe ich ja Platin, das wäre cool. So, und hier haben wir eine Schallplatte. Die Schallplatte kennen wir auch schon aus dem ersten Teil. Wenn wir mit den Schallplatten... Na, leider nur Gold. Wenn wir mit den Schallplatten zum Tor der Hölle kommen... Dann macht uns Rodin daraus eine neue Waffe. Ich hoffe einfach mal, dass es das Schwert ist. Ich mag das Schwert. Aber warum schauen wir uns das nicht einfach gleich mal an? To visit. You know, I'm all about them Angela Kim's gold LPs. Angels in Agony LP.
pretty much my slow jams. I play that back home, and the demons will be lined up to get down. Lucky for me, I got a few jams of my own cooking that'll need a little demon kick to finish them off. That LP is just what the doctor ordered. Now hand it over, and I'll go get my swerve on. Okay, das ist normalerweise nicht die Musik, die spielt. Im ersten Teil waren es immer tatsächlich klassische Stücke. Also nicht, dass das vielleicht kein, also... This motherfucker did not want to listen to reason, but it's all good. Es war eine andere Art von klassischem Stück, sagen wir es mal so. Tatsächlich der Walkürenritt zum Beispiel. So, und hier haben wir Rakshasa. Neuer Artikel im Tor der Hölle. Einer von Rodins Schätzen ist eingetroffen. Lass dir das neue Hexenparfüm Umbra Eleganz Rakshasa nicht entgehen. Dazu habe ich eigentlich nichts zu sagen. Wer den ersten Teil von meinem Let's Play gesehen hat, weiß, was ich davon halte. Die Sache ist einfach, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das kaufen soll oder nicht. Weil dieses Hexenparfüm besteht aus einzigartigen Duftstoffen und verwandelt dein Outfit in ein perfekt zu Rakshasa passendes Ensemble. Die Sache ist, das klingt für mich, als würde sich das Outfit ändern. Hat's aber nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder nicht, aber irgendwie hat's nicht funktioniert. Was haben wir denn hier? Superspiegel. Der magische Handspiegel kann Kulturkugel lagern und mit denen du dein Erscheinungsbild ändern kannst. Wird zurzeit umsetzt mit einer Pilotenuniform der meistverehrten Söldnergruppe des Universums verkauft. Sehr geil. Muss ich mir die alternativen Kostüme hier leider wohl selbst kaufen. Der magische Handspiegel kann Kulturkugel lagern, mit denen du dein Erscheinungsbild ändern kannst. Wird zurzeit im Set mit einer Kulturkugel verkauft, die dir ein elegantes asiatisches Kleid überstreift. Das ist der Umbra-Gecker. Keine Ahnung, was eine Gecker ist, aber auf jeden Fall spare ich darauf. Ich will diese Outfits haben. So, dann sind wir wieder zurück und hauen mal die Bank um. So, der sollte sich auf jeden Fall fürchten. Würde ich auch machen, wenn die Bank unter mir einfach explodiert. Aber soweit, so gut. Wir laufen mal weiter und gucken, ob wir die Story vielleicht mal weiterbringen können. Ansonsten, da komme ich nicht drauf. Okay. Na gut, dann laufe ich hier einfach mal rein. Und schaue mal. Laufe ich gleich da rein. Hier komme ich nicht rein. Okay, das wollte ich eigentlich nur noch ausprobieren. Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Also ich meine, es wäre auch nicht schlimm, wenn ich was verpasse. Aber es wäre halt natürlich schade darum. So, dann gehen wir einfach mal in das Portal hier rein, beziehungsweise ich kann es ja vorerst mal für euch untersuchen. Wenn ich mich dem Artefakt nähere, kann ich spüren, dass meine Zauberkräfte wie bei Mondschein steigen. Mich würde es nicht wundern, wenn ich dank seiner Macht die Schwerkraft sogar bei Tageslicht kontrollieren könnte. Das heißt nämlich, wenn Mondschein auf uns leuchtet, können wir so an Wänden entlang gehen. Das können wir hier bei dem Ding auch einfach so. Ja, deswegen laufen wir jetzt hier die Wand hoch. Allerdings wahrscheinlich nicht gerade weit, denn wir haben ja noch einen Bosskampf in diesem Part, schätze ich mal. Oder ich weiß nicht, ob man es jetzt unbedingt als Bosskampf bezeichnen kann, aber auf jeden Fall ein etwas dickeres Ding.
for the kid, he went that away. So, no Ankaranza. Karma Turis Fujin Rao Fox. Or Kosa Akdwasa. So, ein Cherub der ersten Sphäre, das heißt, das ist ein etwas stärkerer Engel. Die Engel sind nämlich wohl in verschiedene Sphären eingeteilt. Dritte Sphäre, die schwächsten, dann die zweite Sphäre, die erste Sphäre und im ersten Teil gab es noch sogenannte Auditoren, also Auditio. Und ich habe herausgefunden, wo ich anvisieren kann. Huh, er hat mich. Schweinerei. Greift er mich einfach? Ich glaube, es bonert. Wie kann er es wagen? Ach, okay, sein Schwert greift ziemlich weit an. So, und dann setze ich doch einfach mal den Umbra-Klimax ein. Den Umbrian Climax. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Es ist irgendwie so halb deutsch, halb englisch. Aber mit dem Gegner ist doch auch gleich schon alles vorbei. Das sieht man auch immer so cool daran, daran, dass die ihr Schutzschild, also ihr Aussehen, absplittert quasi. Die Rüstung, die sie so normalerweise zu tragen scheinen, die Engel. Deshalb beenden wir das einfach mit einem Klimax. Ja, so sollte man die Sache beenden. Immer schön mit dem Höhepunkt. Dann haben wir hier mal ein paar Gigatonnen rein. Da kriegen wir auch noch mal Kohle für. So, immerhin doch noch Gold minus. Aber noch ist die Mission, noch ist das Kapitel hier wohl nicht vorbei. Ich meine, es war bei Bayonetta auch so, dass die ersten Kapitel alle noch etwas länger waren. Und später, wenn es dann tatsächlich um die dicken Kämpfe ging, dann ging es halt auch ein bisschen schneller. Verdammt, die habe ich nicht gekriegt. Aber ist ja auch halb so schlimm. Was haben wir denn hier? Muspelheim. Muspelheim ist, glaube ich, Muspelheim ist so ein Sidequest-Ort quasi. Also es sind optionale Gebiete. Hier wird es uns auch nochmal erzählt. Willkommen in Muspelheim, Geburtsstätte und Tummelplatz wahrhaftiger Krieger. Hier kannst du deine Fähigkeiten in allerhand schweren Kämpfen messen, erringe Siege und verdiene dir seltene Belohnungen. Wer verliert, wird nicht bestraft. Du kannst die Herausforderung daher so oft annehmen, wie du willst. Ja, das heißt, wir kriegen einfach noch eine weitere Medaille, mehr Geld. Oh, das ist jetzt natürlich blöd. Da bin ich noch nicht so gut drin. Aber gut, versuchen wir es doch einfach mal. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Na, bisher hat es doch ganz gut funktioniert, oder? Sehr schön. Gleich geschafft. Coole Sache. Bin mal gespannt, was ich dafür kriege jetzt. Ein Hexenherz. Ist das ein ganzes Hexenherz? Rein Platin, natürlich rein Platin. Was anderes hätte mich jetzt auch gewundert. Nee, nur ein zerbrochenes Hexenherz. Aber hey, ein zerbrochenes Hexenherz ist auch nicht schlecht, ja? Also...
So, dann verlassen wir Muspelheim mal wieder. Muspelheim habe ich im ersten Teil, glaube ich, nur ein einziges Mal gefunden. Oder zweimal. Auf jeden Fall nicht oft. So, dann springen wir hier runter. Oder schweben sanft. Wo gleich wohl der nächste Gegner auf uns wartet. Was haben wir denn hier? Der dritten Sphäre. Cachet und Compassion. Catchet und Compassion? Ich habe keine Ahnung. Das Schlimme ist, ich habe auch selten einen Plan, was es heißt. Ich meine, prinzipiell ist es ja Englisch. Also zumindest glaube ich, dass es Englisch ist. Aber das sind Wörter, die sagen mir nichts. Also zumindest nicht oft. So, und der Umbreon Climax ist tatsächlich... Ich bin mal gespannt, wie die Gegner später werden. Momentan ist der Umbreon Climax hier wirklich overpowered. Eine weitere Platin-Medaille. Ja, da hätte ich eventuell sogar tatsächlich den dritten Klimax starten können. Wahrscheinlich ist der dritte Klimax wie beim ersten Teil normal. Have you been naughty, keeping secrets from Mummy? Nope, nothing comes to mind, love. Sorry. But since this is your bloody mess, do you mind hurrying the fuck up and getting rid of this thing? Now, that's no way to talk to a lady. No wonder your guardian angels are trying to give you a good spanking. Whatever, love. You've already been following me, so let's make a deal. You save me. I'll show you around this joint. Heading to Fimbulwinter, aren't we? That makes two of us. And it'll take two of us, won't it, love? You seem to have skipped school the day they taught basic negotiation skills. You're supposed to negotiate from a position of strength, little one. Not just be a one-trick pony. You need my power too. Ooh. That works too, I suppose. I don't have time to give a shit about who you are or why you're going to the mountain. Take me there and make it quick. You stay with me, and I promise you'll end up in one piece. Got it? Wait, stop! Before I show you the way, love, you gotta agree to a little condition. Do we need to go over my lesson again? First, learn to talk to a lady. We don't react very well to being insulted, little one. Well then, I don't react to being called little one. The name's Loki. And what should I call you, love? I mean, man. Do I look like a man to you? Bayonetta or Cereza? Take your pick. Cereza? You don't look like a Cereza to me. Well then, Bayonetta it is. Let's move, little one. Hey! I just told you my name is... You'll earn your name when you become a man. So, ich weiß nicht, was Bayonetta hier Mitstreitern hat, deren Namen L anfangen. Im ersten Teil war es Luca, hier ist es Loki. Aber gut, machen wir uns mal auf den Weg. Mal gucken, was hier noch so auf uns wartet. Das Kapitel ist definitiv eine lange Geschichte. Vielleicht bin ich aber auch einfach langsam. Man kann da sicher auch schneller durchrennen. Aber ich möchte ja tatsächlich auch Sachen entdecken. Wie hier zum Beispiel... dies sieht aus wie das Abbild eines Umbra-Schreins aus grauer Vorzeit. Also die Särge, von dem ich immer gesagt habe. Ich muss alle Scherben einsammeln, solange das Gedächtnis der Zeit wirkt. Okay. Ja, das ist doch mal eine Herausforderung. Oder auch nicht. Die einzige Sache ist, wie ich da oben dran komme, wobei ich das aus dem ersten Teil noch weiß.
Ich kann nämlich an den Wänden entlang springen. Und damit habe ich quasi einen dritten Sprung. So, die Scherben ergeben den ursprünglichen Schrein. So weit, so gut. Ich kann hier mich quasi an der Wand noch einmal... Normalerweise kann ich einen Doppelsprung machen. Ich kann mich an der Wand allerdings auch einmal so abspringen. Damit habe ich dann einen dritten Sprung sozusagen. So, und ansonsten haben wir das vierte Hexenherz schon. Sehr schön. Damit füllt sich unsere maximale Lebensenergie ordentlich. Und gleichzeitig füllt sie sich sogar noch auf. Das ist auch praktisch. So, und hier haben wir Hexenrezepte. Dadurch können wir jetzt ein paar Sachen brauen. Dank der Zutaten, die du im Spiel sammelst, kannst du Items brauen. Wähle im Itemreiter des Inventars Hexenrezepte und dann das Item, das du brauen möchtest. Die benötigten Zutaten landen automatisch in deinem Hexenkessel. Drehe L so lange, bis alle Zutaten miteinander vermischt sind. Fertig. Gut. Alles klar. Soweit so klar. Dann machen wir hier den Schrein. Gut, dann nenne ich es jetzt ab jetzt auch Schrein. Machen wir den Schrein mal noch offen. Auf und machen wir den Schrein mal noch offen. Ach ja. So, ich habe meine Augen gleich auf den nächsten Schrein. Hier stehen verdammt viele Schreine rum. So, das hat dann doch schon mal nicht so funktioniert mit dem Ausweichen. So, schon besser. Verdammt, jetzt hat er uns noch gekriegt. Ich wollte ihn eigentlich bestrafen. Dann hatte ich die Chance, einen Folterangriff einzusetzen. Das hat alles nicht wirklich funktioniert. Stattdessen kann ich hier mit dem Umbrun Climax... ...nochmal ein bisschen draufhauen. Und dann natürlich mit der Hexenzeit sowieso... So, hier explodieren Hexen. Hier explodieren Engel. So, und einen dicken haben wir noch. Was haben wir denn diesmal? Urbane. Ich habe keinen Plan. Weder wie es ausgesprochen wird, noch was es heißt. Ich wüsste gerne mal, wie viele Englischsprachige tatsächlich wissen, was das heißt. So, ich würde mal sagen, Combo haben wir definitiv ordentlich. Ja, das war ein richtig krasser Bonus. Allerdings sind wir natürlich oft getroffen worden, deshalb rechne ich höchstens mit Gold. Silber sogar nur. Na, das war doch dann nicht so gut. Was kann ich hier denn aufnehmen? Das dicke Ding. Ach, wie süß. Bei mir ist es jetzt ganz putzig.
klein und süß. Na gut, so klein und süß dann auch wieder nicht. Aber so prinzipiell, ihr versteht, was ich meine. Ich finde es auch ganz praktisch, dass ich jetzt ganz normal noch angreifen kann, obwohl ich die Dinge habe. Ich glaube, im ersten Teil musste ich dann mit den Waffen angreifen oder sie wieder wegwerfen. So, da kann ich rein. Ist die Frage, ob mir das was bringt. Ja, hier ist auf jeden Fall noch ein Gegner. So, dann hau ich doch mal ein bisschen mit der Waffe hier drauf, wenn ich schon eine habe. Hält sowieso nicht lang. Dafür habe ich ihn schon besiegt. Und was kriege ich dafür? Ein weiteres Hexenherz. Beziehungsweise ein weiterer Teil eines Hexenherzens. Und eine Platin-Medaille. Eine Platin-Medaille ist auch sehr praktisch. So, weit so gut. Dann gehen wir mal weiter im Geschäft. Beziehungsweise ich muss wahrscheinlich... Wo muss ich denn hin? Nicht da unten hin, aber da ist noch ein Schrein. So, jede Menge Kohle. Ich brauche Kohle. Und dann wohin? Zeig mir den Weg. Wo muss ich hin? Ich habe mich verlaufen. Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen, da einfach weiterzugehen? Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? So, und hier bricht wieder der Boden unter uns zusammen. Es ist schon verdammt krass, wie hier einfach so der Boden auseinanderbricht. Und sie nennt den kleinen Hoheit. Hui, na gut, dann kämpfen wir eben gegen dich. Du könntest uns auch einfach in Ruhe lassen, dann würdest du das Ganze auch überleben, aber... Mein Gott. Wenn Leute sterben wollen, dann sollten wir den Wunsch doch respektieren, oder etwa nicht? Genau das tun wir auch, indem wir ihm hier mal ordentlich mit Hexenpower eine geben. Schön immer ausweichen, die Hexenzeit nutzen und dann klappt auch mit dem Engel. Nicht mit dem Nachbarn, sondern mit dem Engel. Leider hat er mich jetzt schon einmal getroffen, mindestens. Weswegen ich reines Platin definitiv vergessen kann. Aber hier einfach die Kombo-Punkte hochzutreiben, macht schon richtig Spaß. Vielleicht kriege ich ja wenigstens noch Gold. Wenn ganz so viel Energie hat er ja jetzt nicht mehr. Deswegen enden wir den Kampf mit dem Höhepunkt, wie immer. Und hauen mal ein paar Gigatonnen hier drauf. Da gibt es noch mal ein bisschen Kohle für, ein paar Heiligenscheine und... Wie immer, wenn ein Kampf so beendet wird, richtig, richtig geile Sequenzen. Was die Inszenierung angeht, ist Bayonetta, gerade Bayonetta 2 scheinbar, top of the notch. Also wirklich Bestklasse, Erstklasse.
are you doing? Let go of me! So, little one, what's all this sovereign business about? Not a clue, love. Oi! Well, whatever. If your sovereignness is going to get in my way, our deal is over. And if we're going to have to meet any more of your friends, you'd better learn to take care of yourself. I'm quite all right on my own. Got it? Your tricks aren't going to work forever, little one. More tricks, little magician. Maybe you've got more to offer than I expected. For the time being, though, stay here and don't get frisky. There. That is the one, is it not? Yes. I will never forget that face. Mysteriös, mysteriös. Aber für den Moment haben wir das erste Kapitel hinter uns gelassen. Und ihr seht, wir haben schon einige Punkte noch verloren, vergessen. Aber nichtsdestotrotz noch eine Silbertrophäe erhalten. Wahrscheinlich dann auf dem tatsächlich nicht auf dem sehr leichten, aber immer noch auf dem leichten Schwierigkeitsgrad. Aber gut, schadet ja auch nichts, da kommen wir auch besser durch. Lange genug sind wir hier trotzdem unterwegs. Deswegen beende ich in diesem Moment, keine Ahnung, was das jetzt, ich habe halt noch ein Buch gekriegt. Deswegen beende ich in diesem Moment einfach mal den Part und ja, wir können jetzt auch zwischen den Missionen zu Rodin gehen. Deswegen beende ich jetzt an dieser Stelle den Part. Tatsächlich, wirklich. Und hoffe, dass ihr gleich im zweiten Kapitel auch wieder dabei seid und der hoffentlich dann nicht wieder eine Stunde dauert.